Ihr seid ja bereits daran gewöhnt, dass ich euch aktuelle Kinofilme vorstelle oder gute Horrorfilme, die bereits erschienen sind. Und ich dachte mir, ich informiere euch jetzt auch in regelmäßigen Abständen darüber, was für Horrorfilme und Serien denn auf den Streamingdiensten erscheinen. Wir fangen an mit jede Menge Horrorfilmen, die ihr ab dem 1. September neu bei Prime Video streamen könnt. Man merkt, dass es auf Halloween zugeht, denn diesen Monat sind wirklich sehr viele Horrorfilme ins Streaming-Angebot dazugekommen, darunter viele Klassiker, mit denen starten wir jetzt auch im Schnelldurchlauf. Misery, die Verfilmung des Stephen King-Klassikers, ist jetzt im Prime-Angebot enthalten. Also kuschelt euch mit einem Kakao in eine Decke ein und schaut Annie dabei zu, wie sie ihren Lieblingsautor gefangen hält. Wir machen weiter mit zwei Klassikern aus den 70ern. Invasion of the Body Snatchers bzw. die Körperfresser kommen von 1978. Der Neuverfilmung des Originals. Wie in diesem kommt ein Angestellter der Gesundheitsbehörde von San Francisco einer Invasion durch Außerirdische auf die Schliche und versucht sie aufzuhalten. Denn die ersetzen Menschen heimlich durch gefühllose Doppelgänger. Joe Dante's Piranha habe ich euch ja bereits in meinem Special zu den besten Wasserhorrorfilmen vorgestellt. Hier züchtete das amerikanische Militär für den Vietnamkrieg hochaggressive, menschenfressende Piranhas. Doch diese werden unwissentlich freigelassen und veranstalten ein Blutbad. In dem Special erwähnte ich außerdem Sphere von 98, in dem ein berühmter Cast ein Raumschiff auf dem Meeresgrund untersucht. Doch leider ahnen sie nicht, dass ihre Gedanken manipuliert werden. Weiter geht es mit dem Zombie-Klassiker von Dan O'Bannon in Return of the Living Dead von 85, zu Deutsch Verdammt, die Zombies kommen, lassen zwei Angestellte eines medizinischen Warenlagers aus Versehen ein Gas ausströmen. Dieses erweckt jedoch Leichen als fleischfressende Zombies wieder. Als sie versuchen, die Untoten zu verbrennen, verteilt sich ihre Asche in der ganzen Stadt und auf dem Friedhof steigt die ungewollte Party. Weiter geht es mit zwei Klassikern der 90er. 91 erschien die Verfilmung von Schweigen der Lämmer. Hier will die FBI-Anwärterin Clarice Starling einen Buffalo Bill genannten Serienmörder zur Strecke bringen und ist dabei auf Hilfe vom inhaftierten Kannibalen Hannibal Lecter angewiesen. In Interview mit einem Vampir traten 94 die beliebtesten Schauspieler der 90er an. Brad Pitt, Christian Slater, Tom Cruise, Antonio Banderas und sogar die kleine Kirsten Dunst hatte hier ihre erste größere Rolle. Der schöne Louis bietet einem Reporter ein Interview mit einem Vampir an. Zwar glaubt er ihm kein Wort, lässt ihn dennoch seine Geschichte erzählen, die im New Orleans von 1791 beginnt. Nachdem seine Frau und Tochter tragisch ums Leben gekommen sind, wurde Louis auch noch vom Vampir Lestat gebissen. Er hält jedoch die Wahl, anstatt zu sterben, zum Vampir zu werden und lässt sich darauf ein. Hierzulande erscheint am 21. September The Nun 2 im Kino und erweitert somit das Conjuring Universe erneut. Schaut euch gerne hier mein Video zu The Nun an, sobald es online ist. Bis dahin könnt ihr The Nun von 2018 auf Prime anschauen. Im Film werden Pater Burke und Schwesteranwärterin Irene in den 50ern in ein rumänisches Kloster geschickt, nachdem es hier zu einem tödlichen Unfall kam. Doch schon bald stellt sich heraus, dass der Dämon Valak dahinter steht. Die ganze Hintergrundgeschichte dazu gibt es bald hier auf Horrorzeit. Mit Troll erschien 86 eine italienisch-amerikanische Horrorkomödie. Eine Familie zieht gerade in ein neues Apartment in San Francisco ein, als Figur Wendy plötzlich von einem kleinen Troll angegriffen wird. Er fängt Wendy ein und übernimmt ihr Aussehen. Ihre Familie wundert sich über ihr aggressives Verhalten, schiebt es jedoch auf den Umzug. Nach und nach verwandelt der Troll alle Mieter in Märchenwesen und versucht die Menschheit aus Rache zu zerstören. Wir alle lieben Horror-Clowns, aber Killer Clowns from Outer Space kombinierte 88 Außerirdische mit den gruseligen Gestalten. Bei uns heißt der Film verwirrenderweise Space Invaders. Die Studenten Mike und Debbie entdecken, dass außerirdische Clowns mit einem als Zirkuszelt getarnten Raumschiff auf der Erde gelandet sind. Die Aliens suchen sich menschliche Opfer, die sie in Kokons aus Zuckerwatte einspinnen. Zum Glück ist Debbies Ex-Freund Polizist und so nehmen die drei den Kampf gegen die Invader auf.
2014 erschien mit The Town That Dreaded Sundown eine Fortsetzung zum Film aus den 70ern. Bei uns heißt der Film Bis es dunkel wird, warte und erschien erst ein Jahr später. 65 Jahre ist es her, dass ein Serienmörder die Kleinstadt Texarkana heimsuchte. Nun scheint es, als sei er zurück. Sein erstes Opfer ist ein junger Mann, dessen traumatisierte Freundin vom Killer am Leben gelassen wird, um seine Nachricht zu verbreiten. Er wird dafür sorgen, dass sie sich an ihre vergangenen Sünden erinnern werden. Für diejenigen, die gern ein Spiel spielen, gibt es The Belko Experiment von 2017. 80 amerikanische Angestellte der Firma Belko werden eines Tages ohne Vorwarnung einem sadistischen sozialen Experiment ausgesetzt. Eingesperrt in einem von außen abgeriegelten Bürogebäude am Stadtrand von Bogota, Kolumbien, erhalten sie über Lautsprecher Anweisungen. Wer sich weigert, die eigenen Kollegen zu töten, wird von den unbekannten Spielleitern bestraft. Wer jetzt noch einen lockeren Absacker braucht, kann sich Wish Upon von 2017 anschauen. Die 17-jährige Claire leidet unter ihrem Dasein als Außenseiterin. Eines Tages kriegt sie von ihrem Vater eine geheimnisvolle alte Spieluhr geschenkt, deren Inschrift die Erfüllung von 7 Wünschen verspricht. Doch bald muss sie entdecken, dass die unheimliche Spieluhr einen blutigen Preis hat. Bevor wir mit den neuen Filmen auf Netflix weitermachen, sei noch erwähnt, dass mit Gen 5 am 29. September das The Boys Spin-Off erscheint. Hier werden junge Superhelden in Battle Royale-mäßigen Herausforderungen getestet. Diese werden von Vault International an der Good Ol' Kin University School of Crime Fighting abgehalten. Falls ihr The Boys gesehen habt, wisst ihr, dass das Ganze sehr brutal und heftig ist, teilweise also keine normale Superhelden-Serie. Auch auf Netflix gibt es im September ein paar nette Horrorfunde. Ruinen von 2008 hatte ich bereits in meinem Video zu den Horrorurlauben vorgestellt. Hier macht eine Gruppe Urlaub im mexikanischen Cancun und besucht eine alte Maya-Ruine. Doch hier werden sie von den Ortsansässigen nicht mehr weggelassen und ein heftiger Überlebenskampf beginnt. Falls ihr neben The Nun noch einen Film aus dem Conjuring Universe schauen wollt, steht jetzt auch Conjuring 3 im Bann des Teufels auf Netflix zur Verfügung. Hier beteuert ein Angeklagter, dass er vom Teufel besessen wurde. Ein Fall für Ed und Lorraine Warren. Die versuchen den Fall mit ihrer Detektivarbeit aufzuklären. Falls euch die echte Geschichte hinter dem Fall interessiert, habe ich hier ein Video dazu gemacht. Gerade noch auf den Filmfestspielen in Venedig, jetzt schon auf Netflix. Mit El Conde erscheint am 15. September eine chilenische Horrorsatire. Der Film wird in Schwarz-Weiß präsentiert und erzählt vom chilenischen Diktator Augusto Pinochet, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, sorry, der nicht 2006 gestorben ist, sondern für die Filmversion auf einer von Nebel umhüllten Insel als Vampir lebt. Mit Nowhere erscheint am 29. September ein Thriller rund um die schwangere Mia, der zusammen mit ihrem Mann die Flucht aus ihrer totalitären Heimat gelungen ist. Dabei werden sie jedoch getrennt und Mia treibt alleine in einem Container übers Meer. Kommen wir zu den Serientipps auf Netflix. Da habe ich wieder einen Horrortipp aus Südkorea für euch, und zwar die Anthology-Reihe Goedam oder Gödam, in der urbane Legenden im Fokus stehen. Jede Folge steht also für sich und hat eine abgeschlossene Handlung. Thematisch geht es um moderne Horrorgeschichten in einer Großstadt. Am 7. September erschien die 6-teilige Thriller-Miniserie Liebes Kind. Im Fokus steht Lena, die sich einst aus der Gefangenschaft eines Psychopathen befreien konnte und nun isoliert mit ihren beiden Kindern lebt. Doch das Ausmaß ihrer Entführung verfolgt sie auch nach vielen Jahren. Am 14. September erscheint mit Die Donnerstagswitwen ebenfalls eine Romanverfilmung. In der mexikanischen Miniserie findet Teresa ihren Mann und seine Freunde plötzlich tot auf. Mit der Wahrheit ihres Todes kommen jedoch auch einige Geheimnisse ans Tageslicht. Auf Disney Plus sieht es für diesen Monat eher schlecht aus. Einen Film habe ich jedoch auch hier gefunden. Am 22. September erscheint mit No One Will Save You ein Sci-Fi-Thriller. Eine junge Künstlerin lebt abgeschottet in ihrer Wohnung, als sie plötzlich von Außerirdischen besucht wird, die ihr Leben durcheinander bringen. Auf dem Streamingdienst Paramount Plus lassen ab dem 9. September erscheint Scream 6, der neueste Teil der Reihe, in dem es die beiden Schwestern nach New York verschlägt. Leider ist ihnen ihre Vergangenheit und Ghostface gefolgt.
Es geht weiter mit einigen Klassikern. Ab dem 11. September könnt ihr den ersten Texas Chainsaw Massacre von Toby Hooper mit Leatherface ikonischem Kettensägentanz am Ende sehen. Weiter geht es am 18. September mit George Romeros Dawn of the Dead bzw. Zombie oder auch Zombies im Kaufhaus. Im zweiten Film der berühmten Living Dead Filmreihe folgen wir einer Gruppe Überlebender, die sich wegen einer Zombie-Epidemie in einem Kaufhaus verschanzt. Ab dem 12. September erscheint dann der verstörende Thriller Henry Portrait of a Serial Killer auf Paramount Plus. Das Besondere an dem Film von 86 ist, dass er das Leben eines Mörders in Chicago in sehr nüchternen und realistischen Bildern inszeniert, obwohl sehr viel grauenhafte Gewalt gegen Frauen im Fokus steht. Weitere Klassiker, die ihr nicht verpassen solltet, sind Terminator 1 und Robocop 1 bis 3. Wer Hellraiser Bloodline noch nicht gesehen hat, kann das ab dem 25. September nachholen. Dabei handelt es sich um den vierten Teil der Reihe und auch Doug Bradley spielt mit. In diesem Video habe ich euch alle Hellraiser-Filme zusammengefasst. Für diejenigen, die mit einem VPN unterwegs sind, meinen Link dafür findet ihr immer in der Videobeschreibung, habe ich zwei spannende neue Veröffentlichungen gefunden. Auf dem Horror-Streaming-Dienst Shudder erscheint am 15. September der Film zum Elevator Game. Dabei handelt es sich um eine urbane Legende aus Japan, die wie Slenderman durch das Internet verbreitet wurde. So braucht man einen mindestens 10-stöckigen Aufzug, in der sich lediglich eine Person befindet, um hier ein Ritual abzuhalten und übersinnliche Phänomene zu erwecken. Auf Hulu startet dann am 21. September die 12. Staffel von American Horror Story Delicate. Sehr wahrscheinlich wird diese irgendwann auch bei Disney Plus erscheinen, das Ganze dauert jedoch immer eine ganze Weile. Die Staffel basiert erstmals auf einem Roman, und zwar Delicate Condition von Danielle Valentine. Dabei handelt es sich um eine Neuinterpretation von Rosemary's Baby. Eine Frau kämpft gegen eine dunkle Gestalt, die verhindert, dass sie schwanger werden kann. Jedoch glaubt ihr niemand. Erstmals spielt auch Kim Kardashian bei American Horror Story mit. Auf welche Filme oder Serien freut ihr euch besonders? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Denkt gerne auch daran, meinen Kanal zu abonnieren. Ich würde dieses Jahr sehr gerne noch die 50.000 Abonnenten knacken. Genießt die Furcht!